Liebe Genossinnen und Genossen, liebe Gäste unseres Parteitags, die Partei zu Gast in Magdeburg. Das hat was, da kann man nicht meckern, würde die Gemeinde Magdeburgerin sagen. Das ist aber dann auch schon das höchste der Gefühle. Mehr Superlativ ist hier nicht drin. Mit anderen Worten, wir freuen uns, dass ihr bei uns seid. Und es ist in der Tat der richtige Zeitpunkt und der richtige Ort. Sachsen-Anhalt ist alles andere als langweilig, und dennoch sehe ich mich überfordert, hier eine 2,5-minütige Liebeserklärung zu hinterlassen. Da muss ich scheitern, weil man muss sich für dieses Land Zeit nehmen und man muss sich darauf einlassen. Man muss neugierig sein, und ich denke, dieses Land ist gerade für eine linke Partei eine Herausforderung schlechthin, weil hier in der Tat die Widersprüche aufeinanderprallen. Wohlstandsfrisierte Gegenden sind hier nicht im Angebot. Wir haben hier auf der einen Seite Leute, die Bock haben auf Unfertiges, auf Unkonventionelles, die es mit Luxus und mit geglätteter Denke nicht so viel haben, die was ausprobieren wollen und die dem Widerspruch durchaus was abgewinnen können. Wir haben aber eben auch auf der anderen Seite gerade Menschen in den abgehängten Stadtteilen der großen und größeren Städten im ländlichen Raum. Deren Zorn hat sich angestaut, weil sie sich abgehängt fühlen. Und das sind Menschen, die leider Weltoffenheit eher als Bedrohung sehen. Wir haben hier mindestens zwei Metropolen, mindestens, weil es immer eine Frage der Definition, Halle und Magdeburg, und beide Städte haben ein sehr inniges Verhältnis zueinander, muten sich viel Humor zu, aber ich glaube schon, wenn es darauf ankommt, können beide auch miteinander was reißen. Ich bin heute dennoch inständig gebeten, jegliche Stichelei als Hallenserin zu unterlassen. Wir haben hier in der Mitte des Landes eine geschichtsträchtige und im wahrsten Sinne des Wortes kulturvolle Region Anhalt. Dort ist vor einigen Jahren 800 Jahre Anhalt gefeiert worden. Und ich kann mich gut erinnern, dass es der Linken in Dessau-Roßlau zu verdanken ist, dass es eben nicht nur ein Fest des Adels und der männlichen Großköpfe gewesen ist, sondern dass auch Personen oder Persönlichkeiten, Frauen dort eine Rolle gespielt haben, wie Dorothea von Erxleben oder Marie Kettmann, die erste weibliche Landtagsabgeordnete in Anhalt. Das hatte in der Tat etwas Aufmüpfiges, etwas Erfrischendes, und deshalb hat über uns gestaunt, und sowas brauchen wir mehr. Liebe Genossinnen und Genossen, ein Wahlkampfjahr wiegt wie 10 Menschenjahre. Und wenn man das Wahlergebnis in Sachsen-Anhalt noch ins Gewicht bringt, dann kann man sagen, wir sind hier um Jahre gereift. Und wir alle stehen vor sehr schwierigen Fragen. Wir haben in der Tat Brücken gebaut, eben zu Künstlerinnen und Künstlern, zu Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die uns erlebt haben als verlässlich, gerade in den Debatten um die Kürzungen der Theater. Wir haben Brücken gebaut zu den Engagierten, die für sich gesagt haben, wir schaffen das. Aber wir haben eben auch manche Brücke verloren, manche unserer Brücken ist brüchig geworden, gar nicht so sehr zu denjenigen, denen das Wasser im Hals steht, wohl aber zu denen, die Angst davor haben. Und ja, wir kennen Wirtschaft und wir können Wirtschaft, zum einen aus der Perspektive des linken Betriebsrats in der Altmark von Prigopan, der gerade jetzt erlebt hat, dass Wirtschaftsfördermittel eben auch dafür missbraucht werden, Standort- und Wirt- und Marktbereinigung zu betreiben, aber eben auch aus der Perspektive von jungen Leuten, die was bewegen wollen, was unternehmen wollen, gerade in der Kreativwirtschaft, in der Medienwirtschaft, die was unternehmen wollen, denen aber die Kohle fehlt, die an anderen Orten verschleudert wird. Und ja, liebe Genossinnen und Genossen, auch wenn wir bei den einen für Aufregung und bei den anderen für Anregung gesorgt hat, wir verstehen auch was von Frauen, vor allem von Emanzipierten. Die Linke in Sachsen-Anhalt ist Ansprechpartnerin, ist Hausnummer in Sachen moderner Gleichstellungspolitik. Und interessanterweise ist der Frauenversteher mittlerweile bei uns zur Bückware geworden, die mit an vielen Orten heimlich versteigert wird, meist bieten. Und wenn ihr euch anstrengt bei unserem Glücksrad draußen, dann kriegt ihr noch einen handsignierten, auf Wunsch auch diskret und unauffällig. Liebe Genossinnen und Genossen, hinter uns
die bisher eher Erfolg gewöhnt waren, liegt eine Landtagswahl, die kaum einen Stein auf dem anderen gelassen hat. Weder hier noch in der Partei insgesamt. Die uns in Nachdenklichkeit umtreibt, für die wir aber wenig Zeit haben. Wir müssen den schwierigen Spagat schaffen zwischen dem Anspruch, politisch gestalten und ja auch verwalten wollen. Die Leute müssen uns glauben, dass wir es können, aber auf der anderen Seite auch Verbündete im Zorn zu bleiben. Im Zorn gegen soziale Ungerechtigkeit, Verbündete derjenigen, die sich gegen Rassismus auflehnen und klare Worte finden. Heute Nachmittag haben die Nazis in Halle-Neustadt geplant aufzumarschieren. Ich bin mir sicher, in Halle ist es Usus, dass Nazis nicht viel mehr als über den Bahnhof hinausgehen und dann unverrichteter Dinge wieder nach Hause fahren müssen. Liebe Genossinnen und Genossen, einer meiner Kreisvorsitzenden sagte kurz nach der Landtagswahl, er hat sich noch nie so verbunden mit seiner Partei gefühlt wie in den letzten Wochen. Und ich sage euch, ich fand meinen Landesverband und unseren Spitzenkandidaten großartig, weil wir in diesen schwierigen Zeiten keinen Jota von solchen wichtigen Prämissen wie Menschlichkeit und Weltoffenheit abgerückt sind. Eine klare Haltung in dieser Frage ist und bleibt für uns keine taktische Option. Und trotzdem müssen wir das Gespräch mit denjenigen suchen, durchaus, die hin und her gerissen sind, zwischen auf der einen Seite ihren eigenen Ängsten und trotzdem dem Anspruch, anständig zu bleiben. Alles das sind Fragen, die wir in den nächsten beiden Tagen bereden müssen. Und ja, das alles klingt noch nicht wirklich nach Aufbruch, nach Energie. Ich finde das sehr nachvollziehbar, liebe Genossinnen und Genossen. Auch eine Partei hat neben ihrer Rationalität auch ein Stück weit ein Gemüt. Und ich halte es für eine Stärke, auch mal innezuhalten, auch mal vorübergehende Unklarheiten auszuhalten. Daraus können und werden wir gestärkt herausgehen. Und uns allen in diesen beiden Tagen wünsche ich, dass wir eben zu jener Stärke und zu jener Aufbruchstimmung finden, und zwar Kraft und saftvoll. Und unseren befreundeten Landesverbänden in Berlin und Mecklenburg-Vorpommern, euch drücken wir alle 20 linken Daumen für den September. Macht was draus, wir schaffen das.